Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Wir sprechen über Induktion. Das letzte Mal haben wir über ruhende Induktion gesprochen. Da haben wir eine Formel hergeleitet, wo wir gesagt haben, okay, eine Spule, da haben wir diese und jene Spannungen. Jetzt haben wir auch gesagt beim Induktionsgesetz, dass es eigentlich egal ist, woher dieser sich ändernde magnetische Fluss herkommt, ja, wenn er sich ändert, dann habe ich eine Spannungsinduzierung da drinnen und das kann auch von mir selbst sein. Jetzt schauen wir uns eine so eine Spule nochmal genauer an. Ich habe das dann nochmal aufgezeichnet. Ja, da ist die Spule mit N Windungen, die hat eine gewisse Länge L, die hat auch eine gewisse Querschnittsfläche A hier, ja, und an der Spule ist halt eine gewisse Spannung und es rinnt ein gewisser Strom durch. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Gut, also wir hatten ja die Durchflutung, wenn wir jetzt das magnetische Feld da drinnen ganz normal überrechnen, ja, der Durchflutung, ja, das war ja N mal dem Strom I, ja, also N Windungen, ja, und das ist die magnetische Feldstärke mal der Länge L. Das hatten wir gesagt bei der Spule, gell? Also das Feld auf die Länge L da konzentriert. Wieso habe ich erklärt, wie ich zur Spule gegangen ist. Das heißt, wenn wir das ausrechnen, ist H, die magnetische Feldstärke da drinnen, ist N mal I dividiert durch L. Okay? Und mit B ist μ mal H, ja, ist B gleich μ mal N mal I durch L, μ mal H, und mit Phi, dem Fluss Phi, ist gleich B mal A, ja, heißt es, mein Fluss, magnetischer Fluss Phi, ist μ mal N mal I durch L mal A. Also immer wieder weiter. Aus dem Induktionsgesetz, ja, bei der ruhenden Induktion haben wir das angeschrieben, ja, aus dem Induktionsgesetz. Ist ja herausgekommen, minus U plus I mal R, R ist der Spulenwiderstand, ja, Widerstand der Spule, ist gleich minus die Änderungsrate, negative Änderungsrate des Verkettungsflusses. Das ist aber gleich weiterhin minus N mal die Änderungsrate des normalen Flusses. Okay. So, und jetzt setze ich das da oben, da unten ein. Das ist minus N mal Änderungsrate von dem μ mal N mal I durch L mal A dt. Ja, die Änderungsrate von dem. Ja. Und jetzt schaue ich mir an, was ändert sich, welche Größe kann sich hier mit der Zeit ändern? Das μ? Ich bezweifle es. Das L wird auch konstant bleiben, das A wird konstant bleiben, die Windungsanzahl wird konstant bleiben. Die einzige Größe, die sich hier mit der Zeit ändern kann, ist das I. So, jetzt kann ich konstante Faktoren, kann ich ja vor interessiert mich nicht praktisch, ja. Das heißt, ich ziehe das einfach vor. Ich ziehe das μ vor, ich ziehe das N vor, ich ziehe das L vor, ich ziehe das A vor. Ja, fertig. Und da drin bleibt nur mehr über die Änderungsrate des Stromes. Okay? Das heißt, eigentlich steht ja da minus U plus I mal R, ja, also noch immer das, ist gleich. Und jetzt schreibe ich das da anders da. Das ist minus n Quadrat mal μ mal a durch L, ja, mal Änderungsrate des Stromes. Okay? Jetzt forme ich das nach oben. Jetzt bringe ich das U auf eine Seite. Das heißt, U ist gleich. Ja, jetzt bringe ich das darüber und jetzt bringe ich darüber I mal R, ja, plus n Quadrat μ a durch L mal di noch dt. Diesen Ausdruck da.
den kennen wir. Das haben wir Induktivität genannt. Das ist das L der Spule, die Induktivität der Spule. Das heißt, was da an für sich steht, ist U ist gleich I mal R plus L die I noch dt. Okay? Das ist die Spannung an einer Spule. Die setzt sich zusammen aus dem ohmschen Anteil und aus dem induktiven Anteil. Ja, der induktive Anteil reagiert auf die Stromänderung und der ohmsche Anteil, nur das ist halt der Strom, der durchrennt. Okay? Also das ist das ohmsche Gesetz. U ist R mal I, U ist I mal R. Und das da ist ja, kommt aus dem Induktionsgesetz heraus, das ist der magnetische Teil. Okay? Das ist also, wie sich die Spannung einer Spule zusammensetzt. Das ist nicht nur mehr der Widerstand, sondern ist auch gleich der Änderungsrate des Stromes, der da durchrennt. Ja? Das heißt, wenn die Änderungsrate des Stromes sehr hoch ist, ja, zum Beispiel beim Abschalten oder so irgendwas, ja, wenn ich den Strom dadurch abschalten will, dann entstehen in Spulen ganz hohe Spannungen. Also, buh, auf einmal, buh, riesige Spannung, um Gottes Willen. Ja. Also eine Spule abschalten ist gar nicht so einfach. Ja. Diese Spannung hier ist immer der Stromänderung entgegengesetzt. Das ist vielleicht auch wichtig. Ja. Also das ist durch die Eigen- oder Selbstinduktion entstehende Formel für die Spule. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine super Spule, ich habe ein super Material, das hat fast keinen Widerstand, das R ist 0 praktisch, dann ist das ja nur mehr vom L. Ja. Dann ist das L mal die nach die D, die Spannung einer Spule. Okay? Das R praktisch 0 ist. Ja. Es ist so, das wäre praktisch der Counterpart zum Kondensator. Beim Kondensator haben wir gesagt, okay, da war es C mal die, also die U nach die D. Ja? 1 durch C. Genau. Ja, beim Kondensator war es ja, haben wir da hinten gehabt, die U nach die D. Ja? Das war der Strom I. Ja? War proportional der Spannungsänderung. Ja? Und da ist halt die Spannung U proportional der Stromänderung. Das ist wieder so eine duale Sache. Zwischen Spule und Spannung. Man öfter nur erkennen, dass sie Spulen und also zwischen Spule und Spannung, zwischen Spule und Kondensator, wenn man öfter noch erkennen, dass sich die zwei Sachen genau anders verhalten. Ja. Ja. Also, das ist die Formel. So berechnet man die Spannung an einer realen Spule, an einer idealen Spule, wie sie ja praktisch nicht vorkommt, wo das R0 ist, ist nur L mal D nach dt. Eigen- oder Selbstinduktion. Ja, jetzt haben wir gehabt die ruhende Induktion, daraus abgeleitet eigentlich die Eigen- und Selbstinduktion. Das nächste Mal machen wir nur die Bewegungsinduktion. Ja, das nächste Mal schauen wir uns ja an, was ist, wenn diese Flussänderung jetzt nicht davon herrührt, dass sich der Strom oder irgend sowas ändert, sondern davon herrührt, dass sich die Schleifenform ändert. Ja? Werden wir sehen, was da passiert. Gut, für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.